Man muss sich halt auch dran gewöhnen, wenn man das jetzt höher stellt. So, jetzt haben wir Trainingstag, Schießen auf dem Plan. Es kann losgehen, Jungs. Die Arbeit geht weiter. Zeigt dem Trainer, wofür ihr bezahlt werdet. Jawohl. Nichts bringt die Zuschauer so zum Ausrasten wie ein Weitschusstor. Und der Trainer mag diese Dinge auch. Also trainieren wir sie, okay? Alles klar, dann hauen wir mal rein. Schussgenauigkeit. Führe Weitschüsse gegen den Torwart aus. Bonuspunkte gibt es, wenn du Ziele triffst. Okay. Dann mal los. Okay, der war ein bisschen schlecht. Ah, der war schön. Der war auch nicht schlecht. Der war auch nicht schlecht. Der war auch gut. Ah, der war auch herrlich. Ah, der geht richtig rein. Macht richtig Spaß. Macht richtig Laune und macht richtig Spaß, solche Übungen. Die qualmen mir natürlich total. Schastenerarbeitung, okay. Der war auch schön. Ah, schade. Ah, schade. Das Training mag ich nicht so, weil... Ah, verdammt. Der war auch schön. Nein! Oh je. Ah! Ja, schade. Ah! Ah, schade. Ah, nochmal schade. Ach, Menno, warum läuft das so blöd, ey? Ah! Schade. Ah, das gibt's doch nicht. Okay, da bin ich echt schlecht drin. Muss ich leider sagen. Oh, der war schön. Der war auch schön. Ah, der war herrlich. Nein. Da läuft er nicht so, wie ich will. Ah, der läuft nicht so, wie ich will. Ah, schade. Ah, lauf doch mit. Schade. Der war schön.
Ah! Ah, da wollte ich nochmal passen, aber. Schade. Das war schlecht. Nein! Der war mega. Schade. Ah, der war gut. Ah, der war noch besser. Ach, Mann. Gut gemacht. Ich glaube, besser krieg ich's nicht hin, aber... Ja, lass mal das so. Denk mal, das passt so. Könnte schlimmer sein, sozusagen. So, was kommt als nächstes? Gegen Tottenham Hotspur, der ehemalige Club von Jürgen Klinsmann. Natürlich mit Handa spielen. Dann würde ich sagen, auf los geht's. Los, meine Freunde. Heute erwartet uns hoffentlich ein tolles Spiel, liebe Fußballfans. Und damit hallo aus dem Stadion von Wolf-Christoph Fuß und Frank Buschmann. Und in der heutigen Partie heißt es Liverpool gegen Tottenham Hotspur. Wir wollen ja noch Meister werden, da müssen wir uns noch ein bisschen anstrengen. Wäre schon. Da müssen Siege her, natürlich. Anfield ist wohl für viele, mich eingeschlossen, Buschi, der Inbegriff von Fußballtradition in England. Wer hier einmal den FC Liverpool erlebt hat, vergisst es nie wieder. Kann ich mir gut vorstellen, Wolf. Hoffen wir mal, dass diese besondere Magie erhalten bleibt, wenn in den nächsten Jahren der Umbau vollzogen ist. Wie in so vielen Arenen geht es um Modernisierung, um mehr Plätze, denn davon wird es dann 60.000 geben. Das war eine richtig starke Saison von den Spurs in der Premier League. Eigentlich eine Meistersaison, ne? Wäre da nicht Leicester City gewesen, Wolf. Aber du hast natürlich recht. Die haben das klasse gemacht, richtig gute Leistungen gezeigt. Und darauf werden wir aufbauen. Oh, Gänsehaut pur, ey. Gänsehaut pur, ey. Geil. Immer wieder schön. Übrigens wird Lee Roberts das Spiel heute hier leiten. Krieg immer wieder Gänsehaut, wenn ich das Lied höre in dem Stadion. So, los geht's. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Lucas Leiva. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Schussversuch. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Er zieht ab. Gutes Sicht. Ah, versucht, ja, versucht, versucht. Ah.
Ja, ich wollte es aus dem Training gleich mal umsetzen, Fernschüsse, weil der Trainer das mag, ja. Hat aber nicht funktioniert. Aber wenigstens schon mal mehr als das letzte Spiel. Da ging ich ja total unter. So. Ich will mich natürlich jetzt verbessern, ist ja klar. Wir wollen ja Meister werden. Das ist kein Problem. Der Torhüter hat den Ball. Das wäre natürlich cool, mit Liverpool Meister zu werden. Das ist geil. Philipp Bernard. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ah, schade. Ich wollte den noch reinbringen, aber nicht geklappt. Schauen wir uns nochmal eine Aktion von ihm an. Gute Schussposition hier im Strafraum, aber der Abschluss zu schwach. Ja, aber knapp daneben ist auch vorbei, gell? Typisch. Kann er noch besser werden? Einwurf? Ja, jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Bitte mich gleich mal hier an. Ah! Gut aufgepasst und abgefangen. Das macht er gut. Nun Lukas Leiva. Jetzt vielleicht mehr Alexander. Klasse gespielt. Hier steht der Verteidiger gut. Ah, ja. Da habe ich drauf gedrückt, aber ich habe den Ball nicht gehabt. Deswegen konnte ich nichts machen. Ja, schade. Egal. Egal. Matip. Nächste Chance. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Klasse. Ah, oh, warum lässt er sich den Ball da wegnehmen, ey? Jung Minson. Ich laufe mal mit hin. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Ah! Tolle Flanke. Keine schlechte Flanke, aber das löst er gut. Lukas. Nun Alberto Moreno. Jetzt nach müssen sie aufpassen. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Und gibt's jetzt die Führung. Ah, ich konnte mal schießen. Stark. Schade, das wäre gut gewesen. Chance. Da trennt er ihn fair vom Ball. Jetzt vielleicht. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Den habe ich auf dem falschen Fuß gehabt, auf dem linken Fuß. Deswegen kam so ein komischer Schuss raus. Hätte ihn auf dem rechten Fuß gehabt, hätte ich vielleicht noch rüberlegen müssen. Dann wäre er vielleicht besser gekommen. Aber okay. Und jetzt hat er mit dem Ball. Ah. Schade. Ja, wir tun uns ein bisschen schwer gegen Tottenham Hotspur. Der ehemalige Verein von Jürgen Klinsmann. Falls jemand den Spieler noch kennt. Yeah. Der war sehr beliebt bei den Tottenham Hotspots, hat er auch sehr viele Tore geschossen. Spielt den Ball in den freien Raum. Jetzt! Ja! Da haben sie die Führung! Warte mal, da muss ich mich bedanken. Ah, ich wollte mich bedanken. Noch das Tor. Und das motiviert natürlich richtig für die zweite Hälfte. So, da kannst du nicht daneben schießen. Mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Hunter! Bin geil, wie die Stimmung von dem Publikum aber so hochkommt, ey. Geil! So geil! Ah, ich liebe es. Komm, so schöne. Ah, so Sie gute Stimmung jetzt auf. Führung 1-0. Alex Hunter.
Die Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's. Fairer Einsatz hier. Lamela. Ja, aber ich konnte nicht aufhalten, also. Ein Tor besetzt. Haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Das stimmt allerdings. Wie ist deine Meinung zum Auftritt von Alexander bis hierhin? Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich extrem wichtig. Eine sehr gute Aktion von ihm. So, dann schauen wir mal, wie die zweite Halbzeit wird. Ja, alles positiv vom Trainer, klar. Gut gespielt, war ein gutes Spiel und die Vorlage war auch genial und da konnte ich ja nicht daneben treffen. Schauen wir mal, was die zweite Halbzeit bringt. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Ah, den hätte ich vielleicht abfangen können. Lamela. Lauf mal ein wenig in der Wird's Mitte. Wird's jetzt gefährlich. Super Flanke. Sehr aufmerksam, die Flanke gut abgefangen. Ich hab den Ball. Ah, verdammt. Der war schlechter Pass. Okay, da ich kriegen rein, aber nö, hat doch nicht geklappt. Eriksen jetzt am Ball. Kann ja nicht alles klappen. Solange jetzt kein Gegentor kommt. Gut gemacht, den Ball hat der Torwart sicher. Viel besser können mir natürlich auch passieren, klar, logisch. Mit dem Tor eben fehlen Hunter noch 5, um die Marke von Jim Hunter aus dessen Debütsaison einzustellen. Und das dürfte ihm viel bedeuten. Er wird ja vor allem in den Medien immer wieder mit seinem Großvater verglichen. Das sind große Fußstapfen, in die er da tritt. Okay, das wusste ich gar nicht. Wird hier ausgewechselt. Es wäre krass, wenn ich das hinkriegen würde. Leute. Krass, wusste ich gar nicht. Er köpft ihn. Da passt der Klasse auf. Wieder ein Eckmann. Ja, vielleicht schaffen wir es ja. Er schraubt sich hoch. Kein schlechter Kopfball hier, aber trotzdem der Ball vorbei. Da war mehr drin. Er hat den Ball wohl nicht voll getroffen. Ja, du hast so eine Legende halt und die... So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Da passt er auf. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Ah, Mist. Das Eis so gefällt mir noch nicht. Es gibt Einwurf. Feierabend für heute. Tolle Leistung. Dann müssen wir noch ein Tor schießen irgendwie. Dass die Fans ihn so verabschieden. Und das absolut verdient. Das war ein wirklich starker Auftritt. Einer der besten heute. Jetzt könnte es gefährlich werden. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Alex Hunter. Das ist ein Foul. Freistoß. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Komm schon. Klasse gespielt. Und jetzt die Chance. Ah, ja. Gemacht vom Torhüter. Und Eckstoß. Da muss doch ein Tor rein. Gute Flanke, aber sie können trotzdem klären. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und jetzt die Chance. Tor! Der war schön, der war echt schön. Er ist heute richtig gut drauf. Das war für ihn Tor Nummer 2. Okay, so frei zum Schuss kommen, gell? Das ist ein Traum. Dieser Treffer. Das ist ein Traum für jeden Tor, für jeden Stürmer. Und ein Albtraum für jeden Torhüter. Schaut doch gut aus. Es steht 2-0. Bisher spielen sie hier
große Probleme. 2-0, sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Ja, 1-0, das ist immer so knapp, ey. Das rennt fair vom Ball. Viel Zeit bleibt nicht mehr, um hier noch was zu holen. Tottenham Hotspur schaltet jetzt um und setzt hier voll auf Angriff. Jetzt schießt er! Das war nix. Der Schuss geht deutlich drüber. Könnte aber auch in der Hose gehen für Tottenham Hotspur, weil dann sind die Konterchancen besser. Matip. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Wird das seine Torchance? Jetzt schießt er! Klatsch! Da prallt er vom Pfosten zurück. Was meine ich damit? Da kann alles Mögliche passieren. Jetzt ist er durch! Hans freie Bahn! Rein. Freie Bahn! Freie Bahn! Und? Er zieht ab! Und Tor! Wieder Hunter! Der Ball im Tor! Das war sein dritter Treffer. Eine super Leistung. Wieder ein Dreierpack von ihm in dieser Szene. Ganz starke Leistung. Nicht zu stoppen. Muss nicht seine letzte Bude gewesen sein. Okay, na, jetzt übertreibt man es hier, ja. Nochmal aus einer anderen Perspektive an. Ich meine, das war jetzt Glück, ja. Ich habe kurz vorm Tor, habe ich echt Puste gehabt, gell? Er konnte nicht mal aufs Gas geben, ey. Für klare Verhältnisse. Das war jetzt zwar mehr als Glück. Walker. Noch ist nicht Schluss. 4 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Das könnte die Chance werden. Und da klärt er ganz fantastisch. Das war jetzt Glück, weil die Puste eigentlich gegangen ist, ey, muss ich ehrlich sagen. Dass ich so weit vorne war und der Pass halt gut angekommen ist. Dembélé. Und jetzt ein Schuss. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Jetzt ist es vorbei. So, die Spannung hat ein bisschen gefehlt. Dafür war es einfach zu einseitig. Ja, sie haben hier dominiert, nie nachgelassen und deshalb geht der Sieg in Ordnung. War auf jeden Fall ein gutes Spiel. In der ersten Halbzeit war es noch ein bisschen schwierig und dann... Was denkst du zum Auftritt von Alexander heute? Hat für mich tatsächlich in diesem Spiel den Ausschlag gegeben, war der entscheidende Mann mit seinen 3 Toren. Sensationelle Leistung. Ja, gutes Dritte, da habe ich einen guten Pass bekommen, da war ich ziemlich weit vorne. Und dann musste ich eigentlich nur durchlaufen und kurz vor, also vor dem Torhüter, da war die Puste aber draußen, da hätte der andere mich beinahe noch eingeholt. Und deswegen musste ich schießen, ich musste einfach schießen, um die Chance zu haben, ein Tor zu schießen. Weil anders wäre das wahrscheinlich nicht funktioniert. Oder hätte es nicht funktioniert, sagen wir es mal so. Drücken wir es mal so aus. Jetzt wahrscheinlich wieder vor der Presse. Du hast heute gut gespielt, Alex. Sehr schön. Danke, Toro. Das bedeutet mir viel. Es ist wichtig, dass du dich nicht zurücklehnst. Hart weiterarbeiten. Ach, wovon redest du da bloß, Toro? Es liegt mir im Blut. Es geht genauso weiter. Vielen jungen Ex-Spielern lag das auch im Blut. Du hörst dich schon an wie Philipp. Das habe ich eigentlich gar nicht ausgewählt, aber egal. Ist der jetzt ein bisschen sauer auf mich oder so? Ich weiß es gar nicht. Aber er hat schon recht, also da darf man nicht überheblich werden. Da muss man wirklich weiterspielen, weiter und weiter Gas geben, viel trainieren. Und dann wird es natürlich auch was. So, dann würde ich sagen, dann war's das für heute. Ich würde sagen, das war's dann mit der Aufnahmesession. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wie es im Fußballland ist, mal geht's gut, mal geht's schlecht und ja, so weiter und so weiter und so fort.
Wenn euch die Story gefällt oder so, oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, könnt ihr natürlich gerne einen Kommentar schreiben. Ich würde mich freuen darüber. Und ich würde mich auch freuen, wenn ich euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen dürfte. Und ja, die Hauptsache, ihr habt Spaß dran gehabt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Players Club Member, BB und ciao. Und natürlich dürft ihr auch ein Abo da lassen. Ist aber kein Muss.